total nett hier vom was ist hier? Holen, ne? Holen. Also Holen ist die Stadt, Holen Camping, der ist total nett, total lieb. Hat uns irgendwie auch gleich so eine Wanderroute irgendwie empfohlen, wo wir halt absolut gar keinen Menschen sehen, so ein kleiner Insider-Tipp. Da werden wir wahrscheinlich morgen lang gehen, mal gucken. Und jetzt soll hier diese Brücke jetzt hier vorne, soll eine Brücke sein, an der drei Feen leben und ein Kobold unten. Also der Kobold soll unten leben. Das ist wohl irgendwie eine Legende. Wir sind auch wirklich überhaupt keine Menschen. Das ist schon mal echt ein geiler Insider-Tipp gewesen hier. Da soll der Kobold irgendwo leben, da unten. In dieser Brücke hier. Auf der Straße und sie starren uns an. Oh. Okay, ich wollte doch keinen Stress machen. Danke! Tack, tack! Tack, tack! So. Das war echt heftig. Aber der Ausblick ist extrem gut. Wir sind hier vorne noch einem anderen Deutschen begegnet, der hier oben geschlafen hat. Wir haben ein bisschen Tee gegeben. Ich habe die letzte Wurst. Anja, das letzte Wurstbrot von mir weggegeben. Verschenkt. Aber es war okay, der war nett. Der ist hier irgendwie zwei Tage, einen Tag hoch, den anderen Tag jetzt runter, hat hier gepennt auch oben. Und ja, wir gucken, dass wir da hinten die Straße hier vorne irgendwie zu dem Baum vorbei, da versuchen wir jetzt hinzukommen, um runterzulaufen. Meine Damen und Herren, kuriose Dinge ereignen sich hier. Das ist unser Fortbewegungsmittel für Tag, also von meiner Hause. Ja. Jo. Wir laufen hier einfach mal so rum. Ich laufe frei rum. Hallo! Machst du kurz mit dem Stock halten? Ja. Möchtest du einen Apfel? Möchtest du einen Apfel haben? Freundlich. Die sind echt freundlich, ne? Ja. Hallo. Wollen wir den Apfel geben? So, Anne, sag mal Hallo. Hallo. Ja, Anne sitzt gerade drüben im Frühstück noch. Wir müssen uns noch ein bisschen frisch und fertig machen. Wir haben heute den vorletzten Tag, aber wir haben etwas Tolles bekommen gestern. Wir haben gestern das bekommen. Vom Campingplatzbesitzer hier in Holen. Also im Holen Campingplatz. Das ist Rentierfleisch. Das ist ein schönes Rentierstück. Und damit gehen wir jetzt gleich nach draußen und packen es auf den Grill drauf. Achso, wir müssen natürlich noch ein bisschen für den Geschmack. So ein bisschen einziehen kann, dann ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer haben wir auch noch geholt. Also halt jetzt so der perfekte Ausgang von unserem Trip. Wir haben ja den letzten Abend heute. So, also unser Feuer brennt. Und jetzt packen wir das Rentier mal rauf. Wir haben hier ein kleines Blutnest geschaffen. So, nicht wundern. Das hier ist kein Rentierpenis. Das ist eine Bratwurst, die haben wir mal gekauft. Ja, jetzt gucken wir mal, wie es gleich wird und wie es gleich schmeckt. So, wie man sieht, das Rentier ist schon
gut am Braten. Es riecht extrem lecker. Also wirklich extrem lecker. Und, oh, das war gerade eine Wurst. Die ist jetzt nicht mehr essbar. Da haben wir nur noch eine Wurst. Florian wagt es. Geht baden. Doch kalt? Ja. Wir warten jetzt hier auf der in Christiansand auf die Fähre. Und wir haben jetzt noch knapp eine Dreiviertelstunde bis zum Check-in. Also ich glaube, wir haben die. Nein, ich glaube nicht, das weiß ich. Die Zeit auf jeden Fall sehr, sehr genossen. Auf jeden Fall. Also Norwegen ist echt ein wunderschönes Land. Die Trolltunga-Tour haben wir nicht gemacht jetzt aufgrund des Wetters. Das war einfach viel zu unbeständig die ganzen Tage über. Jetzt, ja, ist auch nicht mehr das, haben wir ja jetzt gehört, was wir uns vorgestellt haben. Ja, also ja. Die Norweger haben uns ja eigentlich auch fast davon abgeraten, weil das so überlaufen ist, das Ganze. Ja, ne? Ja, das haben wir ja beim Buer-Breen-Gletscher jetzt mitten in der Saison, also in der Mitte August gefahren, Anfang August, Mitte August. Selbst da war es ja schon ziemlich, ziemlich voll an diesem Gletscher. Und bei der Trolltunga, also der eine Norweger hat uns erzählt, dass sie dieses Jahr mit 135.000 Touristen rechnen, die auf die Trolltunga hoch wollen. Und wenn man sich überlegt, was da dann so, dass es ja im Prinzip nur so 2, 3, 4 Monate gibt, wo man wirklich da auch hochgehen kann, gefahrlos oder in Anführungszeichen gefahrlos, dann ist es schon ziemlich heftig und das wollten wir halt nicht. Und dann, das heißt also, wenn man wild campen möchte und nicht auf den Komfort einer Toilette verzichten möchte, auf den Routen gibt es immer öffentliche Toiletten, die kann man auch ganz gut nutzen. Und es außer wirklich, wenn man eine sucht. Außer wenn man eine sucht. Wenn man eine sucht, findet man keine. Aber grundsätzlich haben wir jetzt auch festgestellt, dass man einfach drauf losfahren kann. Das ist alles super, super sauber. Die Norweger sind alle echt sehr zuvorkommend, sehr nett. Von daher, wir kommen nächstes Jahr wieder. Dann wahrscheinlich auch über Schweden. Ja, und freuen uns schon. Jetzt gucken wir mal, was wir über die Fjordline rüberkommen. Wer hier bis zum Ende geschaut hat, ich glaube, wir haben mindestens 2 oder 3 Teile. Ich denke mal eher 2 Teile. Vielen Dank. Lasst gerne ein Like da. Und ja, ich meine, wir sind jetzt keine Norwegen-Experten oder so. Wenn ihr trotzdem Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Dann versuchen wir zu beantworten. Naja, also, genau. Wir fahren jetzt zurück. Und ja. So. Bis dann.